Ja, um wenige Minuten vor fünf ist ein Sattelzug, 38 Tonner, die A42 in Fahrtrichtung Duisburg unterwegs. In Höhe des Rhein-Herne-Kanals durchbricht das Fahrzeug die Leitplanke und ein vorgestelltes Gitter und stürzt etwa 15 Meter tief zu Boden. Das Fahrzeug ist vollständig demoliert, das Führerhaus unter dem Auflieger eingeklemmt und der Fahrer in seinem Führerhaus natürlich auch eingeklemmt. Nachdem wir uns mühsam einen Zugang zum Fahrer schaffen konnten, konnte die Notärztin leider nur noch den Tod des Fahrers feststellen. Wir konnten ihm nicht mehr helfen. Die Bergung des Fahrzeugs gestaltet sich sehr schwierig. Wir haben gerade hier mit einem Radlader den Auflieger zur Seite gezogen, um überhaupt Zugang zu dem Führerhaus zu bekommen. Und erst jetzt kann man auch tatsächlich sehen, wie stark das Führerhaus deformiert ist. Der ist also vollkommen niedergewalzt durch das Gewicht des Aufliegers und die Ladung ist hier entsprechend großflächig verteilt. Also die Leitplanke und das davor gestellte Geländer sind durchbrochen. Die Leitplanke hing zum großen Teil herunter. Die haben wir mittlerweile abgetrennt. Die liegt hier unten. Rückenstatisch, denke ich, wird das kein Problem geben. Der ist also lediglich durch die Planke und dann heruntergestürzt. Also es hat ja keine Kollision oder sonst etwas da oben gegeben. Also die reine Bergung des Fahrzeuges wird ein Privatunternehmer durchführen. Möglicherweise müssen wir da unterstützen. Das Umweltamt ist hier vor Ort auch, weil wohl auch größere Mengen Diesel ausgelaufen sind. Auch da müssen wir sehen, dass man da gleich noch aktiv wird, das Erdreich möglicherweise aushebt mit diesem Radlader. Aber die Kollegen sind da auch recht zuversichtlich, dass wir das zügig unter Kontrolle bekommen.